spielen eine richtig gute Saison bislang. Konsequenz, ein super Tabellenplatz. Und los geht's. Und direkt werden hier die ersten Zweikämpfe. Er will zum Ball, aber er trifft auch den Gegenspieler. Und deshalb Freistoß. Das ist Pizarro. Hinten wird gut gearbeitet. Ja, und vor damit. Das war sensationell verteidigt. Mann, ja. Es ist noch nicht vorbei. Die Flanke geht zur langen Ecke. Sie bekommen einen Einwurf. Pizarro. Nein. Daraus wird nichts. Starke Defensivarbeit. Und plötzlich geht das Spiel in eine andere Richtung. Pizarro. Gute Defensivarbeit. Mann, ja. Sie haben den Ball wieder. Nein, die Abwehr ist schneller. Was für ein herrliches Zuspiel. Es gibt Ecke. Mal sehen, ob sie diese Chance nutzen können. Schöne Bananenflanke. Wunderbar abgeblockt. Und damit ist das Spiel eröffnet. Und spätestens jetzt wissen sie genau, wo sie dran sind. Es gibt nicht viele Spieler, die für so viel Torgefahr aus dem Mittelfeld sorgen. Und ich bin mir ganz sicher, große Fahrer. Es steht 0:1. Jetzt müssen sie mehr riskieren. Spätestens jetzt, da die Partie toremäßig quasi eröffnet wurde, ist es an der Zeit, die eigene Mentalität, die man hier heute an den Tag... Eine wilde Attacke, klarer Freistoß. ...15 Minuten sind gespielt. Ballverlust in der Vorwärtsbewegung. Ein langer Ball nach vorn. Da geht noch mehr. Er flankt zum Mitspieler. Der Ball ist im Aus, der Verteidiger war als letzter am Ball. Eine Vorlage direkt vors Tor. Sie haben den Ball erneut, jetzt müssen sie es besser machen. Pizarro. So zieht man die Abwehr auseinander. Ist schon im 16er. Ja, der Verteidiger war noch dran. Musik.
Scharfe Hereingabe. Wieder abgefangen, also nochmal die Chance. Nochmal die Möglichkeit zum Flanken. Durch die Abwehr. Magairas. Da haben sie den Ball zurück. Schaffen sie den Ausgleich. Gute Torwartleistung. Nach vorn gehauen. Die Abseitsfalle der Abwehr schnappt zu. Der Assistent ist genau auf Ballhöhe und entscheidet vollkommen richtig. Mit viel Routine geholt. Knappe halbe Stunde gespielt. Pizarro. Gute Abwehrarbeit. Gute Balleroberung. Klares Foul, klarer Freistoß. Noch gut 15 Minuten in der ersten Hälfte. Hut. Die Aktion gilt einzig und allein dem Gegenspieler, nicht dem Ball. Freistoß. Das ist nah genug, um einen Schuss aufs Tor zu riskieren. Er macht's direkt! Und er geht am rechten Pfosten vorbei. Sie schnuppern am Ausgleich, das spürt man. Aber den hier musste er eigentlich machen. Da geht noch mehr. Der Ball geht rüber in den Strafraum. Völlig verunglückter Versuch, da geht er weit links vorbei. Und so einen knappen halben Meter über der Grasnarbe hebt er zum Flugkopfball an. Schade, dass er den Ball nicht gut erwischt. Der Zweikampf war nicht sauber, deshalb Freistoß. Das wird aus dieser Position heraus nicht ganz einfach. Mit viel Routine geholt. Das ist Pizarro. Nochmal die Möglichkeit zum Flanken. Schön verteidigt. Spielt in die Lücke. Gut geholt. Angriff abgewehrt. Magairas. Das Leder schön nach außen gepasst. Volley genommen. Ein kraftvoller Schuss mit links. Doch der Torwart hat glänzend pariert. Er kommt hier zu spät, trifft nur den Mann und deshalb Freistoß. 40 Minuten sind vorbei und ein Treffer trennt beide Mannschaften. Er steht hier gut.
schön auf außen. Der Angriff fürs Erste gestoppt. Pizarro. Diouf. Pizarro. Da haben sie den Ball zurück. Eine Minute Nachschlag. Da ist er übermotiviert reingegangen und es gibt völlig zu Recht Freistoß. Jetzt muss die gegnerische Mannschaft aufpassen, dass sie nicht den Ausgleich kassiert. Und leichtes Spiel für die Verteidigung. So, und das ist das Ende des ersten Durchgangs. In der Pause wird es in der Kabine rund gehen. Die müssen die Räume viel besser nutzen. Tun sie es nicht, dann werden sie im zweiten Durchgang dafür bestraft. Vor allen Dingen muss endlich mal die Breite des Platzes. Die zweite Hälfte läuft und ich würde mich nicht wundern, wenn sie besser wird als Durchgang 1. Da hat der Verteidiger aufgepasst. Wieder eine schöne Möglichkeit für eine Flanke. Ist schon im Strafraum. Weggebolzt. Ein phänomenaler Pass. Das bedeutet Einwurf. Da geht noch mehr. Und die Abwehr schnappt sich den Ball. Nein, daraus wird nichts. Jetzt könnte es gefährlich werden. Die Flanke geht in die Mitte. Es gibt Ecke und das eröffnet eine gute Torchance. Wirklich solide Abwehr. Nochmal die Möglichkeit zum Flanken. Die Verteidiger bereinigen die Situation. Schießt er? Vorbeikommen in dieser Szene. Mann, ja. Magairas. Jetzt ist Übersicht gefragt. Da kann er es mal probieren. Dem Torhüter rutscht der Ball weg. Der Befreiungsschlag wurde abgefangen und jetzt haben sie noch mal die Chance. Er geht dazwischen. Nein, die Abwehr geht dazwischen. Das ist jetzt das alte Lied. Solange man selbst im Ballbesitz ist, kann der Gegner nicht treffen. Clever am Außenverteidiger, vorbeigespielt. Die letzte halbe Stunde des Spiels ist angebrochen. Nicht umsonst nennen sie ihn den Flankengott. Der Ball geht rüber in den Strafraum. Und da ist das Tor. Und damit sind die Verhältnisse hier wieder gerade gerückt. Jetzt bin ich gespannt, ob sie die Geschichte hier vielleicht sogar noch komplett drehen können. Sicherlich wussten die Gegenspieler, was kommt. Sicher waren sie auch darauf vorbereitet.
Wenn die Konzentration allerdings nicht bei 100% liegt, dann hilft die ganze Vorbereitung nichts. Das 1:1. Es geht von neuem los. Sie sind noch da oder sie sind wieder da, ganz wie sie wollen. Ich bin sehr gespannt, ob sie es schaffen, da weiterzumachen, um dieses Spiel hier noch zu gewinnen. Der Ball könnte in der Tat was bewegen. Da geht noch mehr. Jetzt wird's gefährlich. Die Regeln sind nun mal klar. Im Moment der Ballabgabe stand der Spieler abseits und der Linienrichter hat das ganz genau beobachtet. Vollkommen richtige Entscheidung. Jetzt ändern sich die personellen Dinge auf dem Feld nachhaltig. Appia. Nach außen weitergeleitet. Von Lante. Manja. Sie verlieren den Ball. So ist da kein Durchkommen. Das Mittelfeld gibt hier klar die Schlagzahl vor. Von Lante. Nochmal die Möglichkeit zum Flanken. Ein flacher Ball. Den hat er völlig verrissen. Der geht deutlich vorbei. Das darf man eigentlich auch keinem erzählen, dass er den Ball so flach in die Mitte spielen kann. Aber klar, den sollte man dann auch schon mal machen. Appia, der unermüdliche Arbeiter. Jetzt muss er was machen. Wir nähern uns der letzten Viertelstunde des Spiels. Herrlicher Ball durch die Mitte. Er zwirbelt ihn deutlich am rechten Pfosten vorbei. Es ist auch wichtig für einen Stürmer, dass er sich solche Chancen überhaupt erarbeitet. Es ist noch nicht vorbei. Spiel doch rüber, Junge. Ein besorgniserregender Versuch. Weit, weit, weit daneben. Um Himmels Willen, trifft er, drehen Sie dieses Spiel. Man darf gar nicht drüber nachdenken. Noch 15 Minuten zu gehen. Und jetzt müssen Sie mal schnell umschalten. Mit viel Routine geholt. Hier ist Diouf. Das könnte die Partie herumreißen. Der geht deutlich rechts vorbei. Sie sind dran, das spürt man einfach, aber die haben sie hier liegen lassen. Wenn es am Ende nicht zum Sieg reicht, wird man auch über diese vergebene Chance sprechen. Schön in den freien Raum gespielt. Dann haben sie den Angriff fürs Erste gestoppt. Nein, daraus wird nichts. Und er spielt ihn zurück. Jetzt müsste es mal schnell gehen. Da geht noch mehr. Jetzt könnte es passieren. Der Abwehrspieler klärt. Bei diesem Direktspiel sieht die gegnerische Abwehr schlecht aus. Ball im Aus, Abstoß. Das muss Freistoß geben.
Fantastisch, wie dieser Ball weitergeleitet wurde. Diouf! Ist das eine unglaubliche Geschichte in diesem Spiel? Jetzt führen sie. Er ist einfach ein Torjäger mit dem richtigen Riecher. Er weiß irgendwie immer, wo der Ball hinkommt und dann macht er ihn eiskalt rein. Diese beiden Tore hat er sich redlich verdient. Er rackert wirklich 90 Minuten. Und dass er jetzt auch noch trifft, ist fantastisch. Damit steht es jetzt 1-2. Die Frage jetzt, was ist noch drin? Und zurückgespielt. Sie versuchen viel, das sieht auch ganz gut aus, ist aber zumeist doch brotlose Kunst. Dabei haben sie es bitter nötig. Schon läuft der Gegenangriff. Nochmal die Möglichkeit zum Flanken. Die Offensive bewegt sich gut, das wirkt in sich stimmig und die Geschichte hier ist noch warm. Jetzt ist ein 16er. Und der Keeper boxt ihn ins Aus. Eckball. Na, da können wir uns jetzt aber auf was gefasst machen. Sieht man auch nicht alle Tage. Der kommt hoch rein. Weggebolzt. Noch eine Minute. Jetzt wieder in Ballbesitz. Gute Arbeit in der Defensive. Es ist definitiv keine Zeit mehr für Mittelfeldgeplänkel. Eigentlich müssen sie jetzt den direkten Weg zum Tor suchen. Wieder eine schöne Möglichkeit für eine Flanke. Damit war nichts anzufangen. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Das Spiel ist beendet. Der Trainer gratuliert seinen Spielern zu 3 Punkten. Sie haben den Sieg verdientermaßen eingefahren. Auch von den Zuschauern gibt es dafür tapferen Applaus. Glückwunsch. Das war eine klasse Mannschaftsleistung. Trotz des Rückstandes sind sie nicht in Panik verfallen. Sie haben konzentriert weitergespielt und dafür wurden sie am Ende belohnt. So denn, das war's für heute von unserer Übertragung. Hansi Küpper, vielen Dank auch dir, liebe Zuschauer von hier oben. Alles Gute für Sie. Bleibt sportlich. Und tschüss. Thank you.